Moin moin, meine frisch umgezogenen Chaoten. Heute aus unserer neuen, frisch umgezogenen, eingezogenen, dingsgezogenen Wohnung, beziehungsweise aus meinem neuen Zimmer. Und ja, ich weiß, Pflaumen im Gesicht, ich habe im Moment so viel hier zu tun mit dem Umzug, Einzug, Umbau, dies, das, dass ich wenig Zeit habe. Das war Casey, der hat übrigens einen neuen Song rausgebracht. 30 Grad und wir fahren zum See, zum See. Wochenende, da wird Party abgehen, abgehen. Nach der Woche denk ich, dass ich wenig Zeit habe, mein Gesicht zu pflegen. Aber das Wichtigste ist schon eingerichtet und steht schon. Und zwar die wunderbare Alge- und Perfekt-Wodka-Kollektion. Und bevor wir jetzt gleich zum Hauptteil des Videos kommen, wo ich eine heiße Calzone verspeise und Evanjo mal zeige, wo man mal Pizza essen sollte, wenn man mal schon in Lübeck ist. Und in Schleswig-Holstein, das Bundesland, in dem wir sind, Lübeck, dafür ist noch Platz. US-Express-Pizza, jetzt mal ernsthaft, Leute. Sieht aus wie der schäbigste Laden, den ich je gesehen habe. Ich habe mir eine gefüllte Pizza geholt. Oder besser gesagt, eine Calzone. Dann nicht bei so einem, Entschuldigung, anderem Restaurant bestellt, sondern bei einem richtig guten, und zwar Pizzeria Diana aus Bad Schwartau, die jetzt aber einen eigenen Lieferservice haben, weil die so gefragt sind, der sich dann nennt Nikos. Aber bevor wir die heißen Speisen verspeisen, müssen wir an diesem heißen Tag etwas Frisches zu uns nehmen in flüssiger Form. Und zwar habe ich da an einen Cocktail bzw. Longdrink gedacht, weil das nur zwei Zutaten sind. Alge-Limette, Link unten in der Beschreibung. Und Limetten-Gurken-Geschmack-Zero. Ich liebe irgendwie Gurke, Limette, Minze, Zeugs und sowas. Liebe ich irgendwie. Die gibt es übrigens auch zu kaufen im Shop. Und dazu, wie könnte es anders sein? Original-Alge-Trinkhalme. Das schmeckt geil. Das kann man bestimmt gleich gut zu der Pizza essen. Beziehungsweise der... Calzone. Aber vorher habe ich mich nicht lumpen lassen und eine Vorspeise mitbestellt. Und zwar Bruschetta. Bruschetta, sagt es mir in den Kommentaren, wie man es ausspricht. Preislich gesehen ist das Ganze natürlich ein bisschen teurer als so diese Kladderadatsch, wo Evernio da seine Calzone geholt hat. Der Pizzabäcker ist, glaube ich, ausgezeichnet als bester Pizzabäcker Deutschlands einmal sogar. Darüber mache ich aber nochmal ein extra Video. Das hier ist, wie gesagt, einfach nur so ein "Ich habe wenig Zeit, ich muss schnell was machen" Video. Oh, es riecht so geil, ne? Für Evernio wäre das natürlich nichts wegen den Tomaten. Roccola, Roccola. Das sieht doch schmackofatzig aus. Es riecht halt auch wirklich nach Tomate und die Gewürze und Knoblauch und alles. Boah. Es ist halt genau das Richtige für so ein Wetter. Schön frische Tomaten, Rucola, knuspriges Weißbrot, schön angeröstet auf Olivenöl. Ah, geil. Und ich finde 6,50 Euro für drei so Weißbrote mit so einem Pott Tomaten und so, klingt jetzt vielleicht im ersten Moment viel für drei so eine kleinen Brote. Aber überleg mal, was zahlt ihr bei irgendeinem schnellen Pizzaservice oder so für ein paar Pizzabrötchen? Da zahlt ihr genau den gleichen Preis und da habt ihr irgendwas schnell zusammengebapptes. Und hier habt ihr wirklich frische Zutaten. Geil. Kommen wir jetzt aber mal zu der unglaublich geil aussehenden Calzone. Es gab dort leider nur eine normale Calzone, in Anführungsstrichen, mit Salami, Schinken und so weiter. Und ich habe aber, glaube ich, noch Oliven, Peperoni, Teig, knusprig, dünn, italienisch, wie es sich gehört. Guck mal da, sieht man schon die frischen Zutaten da drin. Also jedes Mal, wenn wir waren ja sonst immer bei Diana essen, wie gesagt, die haben sich jetzt abgesplittet, weil halt immer viel auch bestellt wurde zum Liefern und Diana ist halt ein kleines Familienrestaurant. Qualitativ auch der Service dort, man muss es einfach mal erlebt haben, es ist wirklich. Und das ist einfach auf dem Marktplatz am Rodell. Du kommst da rein und denkst, boah, wirklich so freundliche, halt der Maul, Janik. Wenn ihr davon ein einzelnes Video sehen wollt, wie ich dort mal hingehe und mal ein bisschen mich durch die Karte probiere, schreibt es in die Kommentare und lasst gerne ein Like da. Ab 100 Likes bewege ich mich da mal hin. Boah. Boah. Ich bin eigentlich nicht so der Calzone-Fan, aber das ist absolut geil. Es schmeckt halt komplett anders als irgendwie bei anderen Pizza-Lieferservices oder so. Da ist Liebe drin. Also hoffentlich jetzt nicht wortwörtlich Liebe. Aber die, das ist auf jeden Fall ordentlich mit Liebe zubereitet. Boah. Klar, jetzt durchs Liefern, durch die Zeit, die das da rumgejuckelt hat, ging aber auch überschnell. Ist das jetzt halt ein bisschen soggy, aber ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich habe hier geliefertes Essen, als hätte ich gerade beim Top-Italiener gerade bestellt und kriege hier einfach wirklich
super leckeres Bruschetta, richtig geile Calzone, leckere Zutaten, nicht so wie bei anderen, das trieft da raus, du beißt da rein und merkst, oh, da haben die einfach billige Tomaten, die sapschen da einfach raus und Tomatensauce, damit das Ding schwer wird oder so. Nein, geile Zutaten, übel lecker, nicht zu viel, nicht zu wenig. Vom Geschmack her, du schmeckst wirklich, dass da steht jemand und macht das mit Liebe. So schmeckt das. Also wirklich zu Recht Deutschlands beste Pizza dort ausgezeichnet. Also ich weiß jetzt nicht, ob er der beste Pizzabäcker Deutschland ist, aber ich müsste ja, weil wenn er die beste Pizza Deutschlands gemacht hat, ist er damit der beste Pizzabäcker Deutschlands. Falls ihr das irgendwie seht oder so, ich muss demnächst auf jeden Fall zu euch ins Restaurant kommen. Mich mal so ein bisschen so durch die Karte testen, weil ich esse ja schon sehr, sehr lange bei Diana. Aber ich habe halt noch nicht alles probiert und das will ich unbedingt mal machen. Carpaccio möchte ich probieren. Das muss... Oh. Die haben auch selbstgemachte Mousse au Chocolat, habe ich gesehen. Tiramisu. Die haben so einen großen Parmesan. Parmesanrad, nennt man das Rad? Die rollen das zu dir zum Tisch und schwenken die Pasta da drin. Und dann kriegst du die frisch aus diesem Käse. Und dann schön mit Scampi. Alles schön frisch gemacht. Und ich muss da einfach noch mal hin. Bitte lade mich ein. Nein, Spaß. Nein, wirklich. Also, das wird einfach krank, dieses Video. Ich weiß es jetzt schon. Ich werde jetzt noch mal in Ruhe aufessen. Ihr bestellt euch währenddessen Alge. Link unten in der Beschreibung. Ich habe im Moment leider wenig Zeit für richtig lange Videos, da wir gerade am Umziehen sind und ich auch noch einen normalen Job habe, weil ja auch irgendwie Geld reinkommen muss. Jetzt aber nicht so nett, dass du mich dafür deswegen auslachst. 1500 Euro muss man sich halt erstmal verdienen. 1500 Euro? Die piss ich. Cringe, Alter. Sehr unangenehm. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Nächste Woche bekommt ihr dann hoffentlich schon mal einen richtigen Eindruck von der Wohnung. Liken auf jeden Fall nicht vergessen, abonnieren, kommentieren, wenn ich demnächst mal bei Diana vorbeischauen soll. Ja, und dann würde ich sagen, haut rein, meine Chaoten, und genießt das Wetter. So, jetzt scheiß auf Essen, jetzt erstmal einsaufen hier.